Hi, ich bin Max Steinbeiß vom Verfassungsblog und ich bin gekommen, um euch über das Thüringen-Projekt zu berichten. Thüringen ist ein Land in der Mitte von Deutschland. Wer da schon mal war, wird bestätigen, dass es da sehr schön ist, dass es tolle Bratwürste gibt und dass es noch viele weitere andere Gründe gibt, sich für dieses Land zu interessieren. In Thüringen wohnen etwas mehr als 2 Millionen Menschen und die Hauptstadt heißt Erfurt und der Ministerpräsident heißt Bodo Ramelow. Und er regiert seit 10 Jahren an der Spitze einer rot-rot-grünen Koalition und die letzten 5 davon ohne Mehrheit im Landtag und toleriert durch eine CDU-Fraktion, die Ramelows Partei gelegentlich immer noch als linksextrem und genauso gefährlich wie die AfD bezeichnet, also unter extrem komplizierten und instabilen politischen Mehrheitsverhältnissen. Und diese Regierungszeit nähert sich ihrem Ende. Im September finden in Thüringen, genau wie in Sachsen und in Brandenburg, Landtagswahlen statt. Und genau wie in Sachsen und in Brandenburg liegt die AfD mit großem Abstand auf Platz 1 in den Umfragen und wird, wenn diese Umfragen nicht trügen, die stärksten Fraktionen stellen im neuen Landtag in Erfurt. Und ihr Spitzenkandidat und Partei- und Fraktionschef heißt Björn Höcke und ist ein Nazi. Und wenn die Umfragen nicht trügen, dann kann die AfD mit um die 30% der Stimmen rechnen in Thüringen. Und es ist gut möglich, dass sie im nächsten Landtag mehr als 1/3 der Abgeordneten stellt. Was bedeutet, dass sie alle Landtagsbeschlüsse, die eine 2/3-Mehrheit erfordern, blockieren kann. Darauf werde ich noch zurückkommen. Und was die nächste Regierung betrifft in Thüringen, so erinnern wir uns alle noch an den 5. Februar 2020. Das war der Tag, an dem ein gewisser Thomas Kemmerich Ministerpräsident wurde und 3 Tage lang blieb, bevor er den Freistaat in eine noch nie dagewesene Regierungs- und Verfassungskrise stürzte. Und eingefädelt hatte diese Krise die AfD, kalkuliert und planmäßig. Und Kemmerich und seine FDP und die CDU hatten die Rollen, die die AfD ihnen dabei zugedacht hatte, bereitwillig mitgespielt. Es kommt also in Thüringen eine Menge zusammen im Augenblick. Und das ist der Grund, warum wir uns beim Verfassungsblog vor einem guten Jahr entschlossen haben, daraus ein Projekt zu machen. Was passiert eigentlich, wenn das alles so kommt wie befürchtet? Was bedeutet das eigentlich, wenn mit der AfD eine autoritär-populistische Partei die stärkste Fraktion stellt im nächsten Erfurter Landtag? Was bedeutet das, wenn sie mehr als 33% bekommt? Also das ist ihr offizielles Wahlziel und keineswegs eine zufällige Zahl, wie wir noch sehen werden. Was würde es bedeuten, wenn sie tatsächlich mitregiert, wenn die Exekutivgewalt in Thüringen in ihre Hände fällt? Was würde es bedeuten, eine autoritär-populistische Justizministerin, eine autoritär-populistische Innenministerin, eine autoritär-populistische Ministerpräsidentin? Diesen Fragen sind wir in den letzten Monaten nachgegangen und haben über 120 lange und intensive Gespräche geführt, überall in Thüringen, mit Menschen aus der Politik, aus der Verwaltung, aus dem Sicherheitsapparat, aus der Wissenschaft, aus der Justiz, aus der Zivilgesellschaft. Mit all denen haben wir darüber gesprochen, wie das praktisch aussehen und ablaufen würde, welche Möglichkeiten und Ansatzpunkte die autoritären Populisten dann hätten, ihre Strategie umzusetzen, welche Schwachpunkte sie in der Rechts- und Verfassungsordnung vorfinden würden und was man tun könnte und müsste, um diese Schwachstellen zu beseitigen. Aber auch, was sie selbst dann tun könnten und tun müssten als wichtige Funktions- und EntscheidungsträgerInnen in Thüringen, wenn diese Szenarien real werden. Wie sie sich vorbereiten können, wie sie sich stärken können, wie sie sich widerstandsfähiger machen können. Das ist das Thüringen-Projekt. Und bevor ich euch berichte, was wir da so herausgefunden haben, muss ich noch ein paar Worte dazu verlieren, was das überhaupt ist, die autoritär-populistische Strategie. Was hat es damit auf sich und warum ist es mehr und was anderes als nur eine ganz normale politische Strategie, die darauf abzielt, eine Mehrheit für die eigenen politischen Vorstellungen und Vorlieben zu organisieren, wie das jede andere politische Partei auch macht. Der Pionier dieser Strategie, der sie mit erfunden und wahrscheinlich so erfolgreich ein- und umgesetzt hat wie kaum ein zweiter auf der Welt, ist dieser sympathische junge Mann hier. Falls ihr ihn nicht erkannt habt, das ist Viktor Orban. Vor 30 Jahren, in den frühen 90er Jahren. Orban war in den 80er Jahren als Student im antikommunistischen Untergrund in Budapest aktiv gewesen
Und dann nach dem Ende der kommunistischen Diktatur in den frühen 90ern spaltete sich die liberale Opposition in Ungarn in einen Teil, der mit den Postkommunisten zusammenarbeitete, und in einen anderen Teil, der das radikal ablehnte und sich stattdessen nach rechts öffnete für die Nationalisten. Und Orbán stellte sich an die Spitze dieses Teils und richtete seine Fidesz-Partei, wie sie heißt, ehemals eine liberal-alternative Jugendbewegung, ganz auf das Ziel aus, diese Spaltung politisch zu bewirtschaften. Also hier die wahren Ungarn, konservativ, bürgerlich, vaterlandsliebend, dort die Sozialisten und Kosmopoliten, wurzellos, elitär, unzuverlässig, korrupt. 1998 wurde Orbán zum ersten Mal Ministerpräsident und nutzte dieses Amt dazu, sich als volksnaher Führer der wahren Ungarn zu inszenieren, Gefolgsleute in Schlüsselpositionen unterzubringen, zum Beispiel die des Generalstaatsanwalts, Oligarchen reich zu machen, auf deren mediale und finanzielle Unterstützung er anschließend bauen konnte. Oops, sorry. Und dann, als er dann 4 Jahre später wieder abgewählt wurde, nutzte er diese Abwahl im Sinn dieser Strategie als Beweis dafür, dass mit dem ganzen System was nicht stimmte. Die Heimat kann nicht in der Opposition sein. Das ist eine sprichwörtliche Äußerung von Orbán damals, die er bei einer Protestkundgebung auf der Budaer Burg vor seinen Anhängern erklärte nach seiner Niederlage. Und in der Tat war die Heimat, repräsentiert durch Orbáns Fidesz-Partei, die folgenden 8 Jahre nicht in der Opposition, sofern man damit eine parlamentarische Regierungsreserve im demokratischen Wettbewerb meint, sondern Orbán verlegte sich darauf, jede sich bietende Gelegenheit und jede Möglichkeit zu nutzen, der Regierung durch systematische und radikale Obstruktion das Regieren unmöglich zu machen. Und solche Möglichkeiten gab es eine Menge, weil nach der ungarischen Verfassung viele Personal- und Gesetzgebungsentscheidungen mit 2/3-Mehrheit gefällt werden müssen. Und das bedeutet, dass die Regierungsmehrheit alleine dafür nicht reicht, sondern man muss die Opposition mit einbinden und die muss da mitwirken. Und das tat Orbán aber nicht, sondern er blockierte und obstruierte stattdessen die Regierung, planmäßig, wo immer er konnte. Und damit zementierte er eine neue Wirklichkeit. Gegenüber standen sich nicht länger Regierung und Opposition als Wettbewerber um demokratische Mehrheiten, sondern als politische Feinde, die sich wechselseitig jede Legitimation als Vertreter des Volkes absprechen. Wobei man dazu sagen muss, dass die regierenden Sozialisten durch Korruption und Klientelwirtschaft das ihre dazu beitrugen, diese Wirklichkeit zu zementieren. Aber dann kam 2008 die globale Finanzkrise und die traf Ungarn besonders hart, weil Ungarn sehr hoch verschuldet war. Und dann 2010 hatten dann endgültig die Sozialisten so abgewirtschaftet, dass Orbán bei den Wahlen eine absolute Mehrheit der Stimmen gewann und dank einer Besonderheit des sehr merkwürdigen ungarischen Wahlsystems sich diese absolute Mehrheit der Stimmen in eine 2/3-Mehrheit der Sitze im Parlament übersetzte. Und den Rest der Geschichte, den kennt ihr vermutlich alle. Orbán erließ mit dieser 2/3-Mehrheit eine komplett neue Verfassung. Und da warf sich die Medien und da warf sich die Justiz und optimierte den gesamten Staatsapparat gezielt und raffiniert auf das Ziel hin, dass überhaupt niemand mehr erfolgreich in Ungarn regieren kann, außer seiner Fidesz-Partei. Alle Personalien, alle Institutionen, alle Stellhebel der Verfassung, vom Wahlrecht bis zur Justiz, sind penibel so eingestellt, Orbáns Alleinherrschaft zu reproduzieren. Und es gab da keinen Staatsstreich, es gab keine Aufhebung der Verfassung, wurden keine politischen Gegner verhaftet. Und trotzdem ist das Ergebnis ein autoritäres Regime, das realistischerweise auf demokratischem Weg nicht mehr von der Macht entfernt werden kann. Und das nicht, weil Orbán so erfolgreich regiert, sondern weil er die ihm demokratisch und verfassungsrechtlich verliehene Macht systematisch und strategisch so eingesetzt hat, dass er sie nie wieder hergeben muss. Den hier kennt ihr alle. Anderes Beispiel, USA. Wieder ein paar Jahrzehnte zurück, 2004, 20 Jahre her, lange bevor dieser Mensch die politische Bühne betreten hat im engeren Sinn. Also 2004 beobachtete der amerikanische Verfassungsrechtler Mark Tushnet, dass in den USA eine Praxis um sich griff, die nannte er Constitutional Hardball. Hardball heißt im Amerikanischen, das ist die Erwachsenenvariante des Baseball, im Unterschied zum Softball, das die Kinder spielen und viel weniger kompetitiv ist. Und diese Redewendung Playing Hardball heißt so viel wie mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln auf Sieg spielen. Und Tushnet machte diese Beobachtung, dass im Senat, also in der einen Kammer des amerikanischen Kongresses,
die Opposition immer häufiger Nominierungen von Bundesrichtern blockierte. Die nominiert der Präsident, aber der Senat muss sie bestätigen. Und wenn der Senat sie nicht bestätigt, dann ist der Präsident in Schwierigkeiten. Und zu diesem Mittel griff die Opposition immer häufiger, von beiden Seiten. In Bundesstaaten wie Texas oder Colorado änderten plötzlich die Republikaner ohne Not den Zuschnitt der Wahlkreise. Im Repräsentantenhaus, also im anderen Haus des Kongresses, wurde dann plötzlich gegen Präsident Clinton ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, das überhaupt keine Aussicht auf Erfolg hatte. Und gemeinsam bei all diesen Phänomenen, das durften die, das stand in ihrer Macht, dazu hatten die das Recht. Aber bis dahin hat es irgendwie als selbstverständlich gegolten, dass man von dieser Macht keinen Gebrauch macht oder wenn, dann nur einen sehr zurückhaltenden. Und das war genau der Punkt, an dem Tuschnet da einen Shift beobachtet hat. Und seine Diagnose war, wenn diese Art von Constitutional Hardball in der Politik mal um sich greift, dann steckt dahinter ein Kampf um die Institutionen und die Verfahren der Verfassung. Und sein Aufsatz, in dem er dieses Phänomen beschrieben hat, damals endete mit einer Prophezeiung. Ich vermute, dass wir Constitutional Hardball erleben werden, bis die Republikanische Partei ihre Herrschaft in allen Gewalten etabliert hat oder ihre Führer verstanden haben, dass das wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht passieren wird. So wörtlich dieser Aufsatz von vor 20 Jahren. Und jetzt, 20 Jahre später, nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, im Angesicht der unverhohlen autoritären Ankündigungen von Donald Trump und der Republikaner für den Fall ihres Sieges bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr, Herbst, erscheint so eine sportliche Metapher wie Hardball nicht mehr so passend. Da wäre eigentlich eine militärische Metapher fast angemessener. Aber in der Sache hat sich Tuschnets Prophezeiung bisher voll und ganz erfüllt. Das ist die Strategie. Man behauptet, für das wahre Volk zu sprechen, das vom System und von den Eliten fortwährend verraten und betrogen wird. Und diese Erzählung macht man dann durch eigenes Tun und Unterlassen wahr. Durch Obstruktion und Blockade, solange man noch nicht an der Macht ist. Und durch Kaperung und Übernahme der Institutionen, sobald man an der Macht ist. Und so macht man aus dem offenen demokratischen Wettbewerb ein Spiel, das immer nur einer gewinnen kann. Was immer der politische Gegner macht, wie immer er reagiert, man gewinnt immer. Wenn er sich wehrt und versucht, diese Strategie zu behindern, dann macht er damit ihre Erzählung wahr, dass das System korrupt ist und das wahre Volk und ihre Repräsentanten hintergeht und ausgrenzt. Und wenn er sich nicht wehrt und versucht, die autoritären Populisten einfach machen zu lassen oder sich gar mit ihnen zusammenzutun, wenn er es zulässt, dass sie sich die Institutionen, die Justiz, die Medien unterwerfen und auf ihre Zwecke ausrichten, dann gewinnt er schon sowieso. Und damit füttert der autoritäre Populismus seine eigene Erzählung mit scheinbarer Evidenz. Seht her, es ist tatsächlich so. Wir und nur wir vertreten das Volk. Wir und nur wir sind überhaupt in der Lage zu regieren. Wir und nur wir sind hier zur Ausübung von Macht bestimmt und sonst niemand und alle anderen sind Verräter oder Versager oder beides. Der autoritäre Populismus ist eine globale Bewegung, ist in allen Erdteilen zu finden, auch in den ältesten und vermeintlich stabilsten Demokratien der Welt. Und in vielen Ländern ist er mit seiner Strategie schon sehr weit gekommen. In Indien, in Brasilien, in Israel, in der Slowakei, in Polen, um nur einige zu nennen. Und auch dort, wo es gelungen ist, ihn wieder loszuwerden, sind die Institutionen des Rechtsstaats und der Demokratie immer noch und auf Jahre hinaus aufs Schwerste beschädigt, wie man in Polen sehen kann im Augenblick. In Deutschland sind wir soweit noch nicht, aber auch hier kann man die Wirkweisen dieser Strategie schon sehen, insbesondere am Agieren der AfD. Die ist im Augenblick im Bundestag und in fast allen Landtagen, so auch in Thüringen jetzt noch, eine Oppositionspartei unter mehreren und mit begrenzten Möglichkeiten, aber auch die versteht sie bereits zu nutzen. Als Minderheit hat man zwar keine Macht, aber man hat Rechte. Man hat Rechte, gehört zu werden und informiert zu werden und teilzuhaben an der politischen Meinungsbildung. Und die Opposition im Parlament hat das Recht, die Regierung zu befragen. Sie kann sogenannte kleine und große Anfragen stellen. Und die Ministerien sind verpflichtet, innerhalb von ziemlich knappen Fristen Antworten zu liefern auf diese Anfragen. Die müssen nicht unbedingt befriedigend oder erschöpfend sein, aber Antworten müssen sie jedenfalls. Und auch wenn es noch so viel Arbeit macht und noch so viel Ressourcen bindet. Im Thüringer Landtag hat die AfD-Fraktion, also dieses blaue Segment, alleine schon 2.800 solcher kleinen Anfragen gestellt in dieser Legislaturperiode.
Das ist mehr als doppelt so viel wie die deutlich größere CDU-Fraktion, die auch in der Opposition ist. Und in manchen Behörden sind ganze Referate mit nichts anderem beschäftigt oder kaum mehr etwas anderem beschäftigt, als diese Fragen zu beantworten. Und dafür muss man sie nicht bemitleiden, das ist ihr Job. Aber wenn man sich die Fragen anschaut, was da so konkret dann abgerufen wird, dann bekommt man schon ein bisschen den Eindruck, dass das Ziel jetzt nicht in erster Linie ist, am Wissen der Regierung teilzuhaben, sondern Material zu liefern, um die Erzählung, dass das System korrupt ist, mit Evidenz zu füttern. Und das hat Methode. Anderes Beispiel, wenn spät in der Nacht im Bundestagsplenum noch Gesetze verabschiedet werden, dann ist oft nicht mehr die Zahl von Abgeordneten im Saal, die eigentlich für die Beschlussfähigkeit notwendig wäre. Und dann den Antrag zu stellen, die Beschlussunfähigkeit festzustellen, ist ein super Trick. Dann muss nämlich das Präsidium entweder diesem Antrag stattgeben und dann ein sehr mühseliges und langwieriges Verfahren namens Hammelsprung durchführen, um diese Anwesenheit festzustellen. Und, und davon kann man dann auch Reels und Bilder machen. Das schaut dann lustig aus. Und dann kann man sich lustig machen über die Demokratie und so. Das ist die eine Möglichkeit. Und im günstigsten Fall geht es tatsächlich dann schief und muss dann der Beschlussunfähigkeit festgestellt werden, wenn man nicht noch rechtzeitig die ganzen Leute zusammentrommelt, damit man über dieses Quorum drüber kommt. Und die andere Möglichkeit ist, diesen Antrag abzulehnen. Das kann das Präsidium auch machen. Und damit aber dann wiederum der AfD Evidenz zu liefern oder Material zu liefern für diese Erzählung, dass die Eliten korrupt sind, das System korrupt sind und die ihre eigenen rechtlichen Standards unterlaufen und das alles nur ein großer Hoax ist mit der Demokratie. So oder so, sie gewinnen. Das ist die autoritär-populistische Strategie. Das ist jetzt alles noch vergleichsweise harmlos und verkraftbar, was wir bisher so da gesehen haben. Aber wenn eben bei den Landtagswahlen im September die AfD dann mehr ist als nur eine gewöhnliche Oppositionsfraktion, dann wird sich das ändern. Wenn sie stärkste Fraktion wird, wonach es ja wie gesagt in Thüringen und Sachsen und in Brandenburg im Augenblick ausschaut, dann steht ihr zum Beispiel das Recht zu, eine Kandidatin für das Amt der Landtagspräsidentin zu nominieren. Dieses Landtagspräsidentin ist eigentlich ein ganz repräsentatives und unpolitisches und unauffälliges Amt und das muss es auch sein. Die Landtagspräsidentin soll keine Politik machen, sondern sie soll für die Bedingungen sorgen, damit der Landtag, damit im Landtag Politik gemacht werden kann. Und deswegen muss sie sich rausnehmen. Hier sieht man da unten diese drei schwarzen Knöpfe, das ist das Präsidium im Parlament. Die sind rausgenommen aus dieser Logik von Regierung und Regierungsmehrheit und Oppositionsminderheit. Das heißt, die Landtagspräsidentin soll für eine Landtagsverwaltung sorgen, damit die Abgeordneten alle gleichermaßen mit gleichen Rechten ihren Job machen können. Und sie soll für eine IT sorgen, sie soll für Räume sorgen und Ausstattung. Sie hat die Verantwortung für die Ordnung im Parlament. Sie hat auch die Verantwortung dafür, diese Ordnung polizeilich durchzusetzen, wenn nötig. Und die Landtagspräsidentin ist es auch, die die beschlossenen Gesetze, die der Landtag beschließt, unterschreibt und im Amtsblatt veröffentlicht. Auch so eine ganz formelle und so gut wie nie irgendwelche aufsehenerregende Funktion, die aber wichtig ist, weil damit erst ein Gesetz tatsächlich Gesetz wird. Und man kann sich leicht vorstellen, wenn sozusagen dieses Amt in den Dienst einer autoritär-populistischen Strategie gestellt wird, was dafür gigantische Missbrauchsmöglichkeiten sich eröffnen. Jetzt kann die AfD diese Person nur vorschlagen, die muss noch lange nicht gewählt werden, dafür ist eine Mehrheit dann notwendig. Normalerweise ist es kein Problem, weil alle das gleiche Interesse haben, eben dieses Amt unpolitisch zu halten und deswegen einfach dann das dadurch entscheiden zu lassen, wer halt stärkste Fraktion wird. Aber in diesem Fall gibt es gute Gründe, das nicht zu tun. Aber dann passiert, was immer passiert, wenn die autoritär-populistische Strategie wirkt. Dann liefert man ihr Gründe, sich zu beklagen, dass das System und die Eliten ihre eigenen Prinzipien über Bord werfen, nur um sie auszugrenzen. Und dieses Dilemma ist unentrinnbar. Man kann es nicht auflösen nach der einen oder anderen Seite. Dieses Dilemma ist nicht ein Fehler der Demokratie, den man irgendwie beheben kann. Das ist die Demokratie. Angenommen, die AfD gewinnt tatsächlich im nächsten Thüringer Landtag mehr als ein Drittel der Sitze. 33% plus X ist ihr offizielles Wahlziel, woran man sehen kann, dass Höcke und seine Leute die Geschäftsordnung des Landtags und die Verfassung genau studiert haben. Denn die sehen eine ganze Reihe von sehr wichtigen Entscheidungen Zweidrittelmehrheiten vor. Nicht ganz so krass wie in Ungarn, aber durchaus auch. Und das bedeutet, dass diese Entscheidungen gegen diese 33% plus X nicht mehr gefällt werden können. Die AfD hätte eine sogenannte Sperrminorität, zum Beispiel für Verfassungsänderungen, aber auch zum Beispiel für Wahlen von RichterInnen für das Thüringer Verfassungsgericht.
Es gibt in jedem Land noch ein eigenes Verfassungsgericht, von dem nimmt man nur sehr selten Notiz. Meistens ist immer vom Karlsruher Bundesverfassungsgericht die Rede, weil da auch diese ganzen spektakulären Grundrechtsfälle spielen, die dann, von denen man dann, die in den Medien auftauchen. Aber gerade so für diese technischen Nuts and Bolts des Regierungshandels sind diese Landesverfassungsgerichte super wichtig. Da ist das, wo diese Streitfälle entschieden werden, also die, auf die es hier in diesen Szenarien ankommen würde. Und die RichterInnen da für dieses Landesverfassungsgericht müssen in Thüringen mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Und obendrein steht diese Zweidrittelmehrheit auch direkt in der Verfassung, anders als beim Bundesverfassungsgericht. Das heißt, da kommt man auch nicht drum rum, sondern da hat man diese Blockade-Konstellation, wenn eben mehr als ein Drittel da bei diesen Wahlen nicht mitmacht. Und es ist so, dass in der nächsten Legislaturperiode, also jetzt ab September, sämtliche Posten in diesem Landesverfassungsgericht neu bestimmt werden, also laufen alle Amtszeiten aus und müssen dann neu bestimmt werden. Für eine Übergangsfrist können die dann noch geschäftsführend im Amt bleiben, aber auf die Dauer, wenn diese Blockadekonstellation eintritt, dann wird das Verfassungsgericht massiven Schaden nehmen. Und die AfD kann dies bewirken und gleichzeitig dafür die ganze Zeit die Verantwortung den sogenannten Altparteien zuschieben, weil die sich dann eben weigern, ihre Kandidaten in das Gericht zu wählen. Und wenn sie sich nicht weigern und diese tatsächlich sozusagen dem Druck dann nachgeben, der Erpressung sich beugen und diese Kandidaten reinwählen, dann können die dort als Systemsprenger agieren, wie das die Bundesverfassungsrichterin Astrid Wallrabenstein mal genannt hat, und den auf Konsens und auf Beratungskultur gepolten Modus der Urteilsfindung in dem Gericht politisieren und dafür sorgen, dass auch da dann nicht mehr man sich auf eine gemeinsame Entscheidung verständigt, soweit es möglich ist, sondern dauernd Mehrheiten und Minderheiten gebildet werden müssen, sprich, dass dieses Gericht intern politisch funktioniert. Das heißt, auch hier, wie man es macht, ist es falsch und die AfD gewinnt immer. Und es gibt noch andere Entscheidungen, die eine AfD-Sperrminorität von 33% plus X blockieren und obstruieren könnte. Richterwahlausschuss, dessen Mitglieder müssen auch mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Und dieser Richterwahlausschuss muss immer dann zustimmen, wenn die JustizministerIn RichterInnen an den ganz normalen Gerichten der Thüringer Justiz auf Lebenszeit ernennen will. Und wenn diese Mitglieder dieses Richterwahlausschusses nicht gewählt werden können, mangels Zweidrittelmehrheit, dann kann sich dieser Richterwahlausschuss nicht konstituieren. Wenn sich der Richterwahlausschuss nicht konstituieren kann, dann können diese Richterposten nicht besetzt werden auf gesetzliche Art und Weise. Also auch hier droht der Justiz wirklich massiver Schaden, zumal jetzt gerade eine riesige Pensionierungswelle auf die Justiz zurollt. Also 30 bis 50% der RichterInnenposten in Thüringen, überhaupt in Ostdeutschland, müssen in den nächsten Jahren neu besetzt werden. Und dass die AfD diesen Erpressungshebel kennt und auch zu nutzen versteht, hat sie auch in der jetzigen Legislaturperiode schon bewiesen, wo sie auch die Konstituierung des Richterwahlausschusses über Wochen und Monate blockiert hat. Und das sind alles Sachen, die gehen, ohne dass die AfD dafür selbst in Thüringen Regierungsverantwortung übernehmen müsste. Dann kommt noch die kommunale Ebene dazu. Da haben wir jetzt am Wochenende oder am Sonntag die Kommunalwahl in Thüringen gehabt. Die ist nicht ganz so schlimm ausgefallen, wie viele befürchtet hatten oder wie die Umfragen versprochen hatten. Dieser Durchmarsch, dass die da vor allem bei den Landräten überall sich die, dass da eine ganz große Zahl von AfD-Landräten ins Amt gewählt werden würde, das hat sich jetzt erstmal nicht verwirklicht. Wir haben dann noch die Stichwahlen Anfang Juni. Da werden wir es dann endgültig sehen. Das ist jedenfalls erstmal nicht so schlecht gelaufen. Aber trotzdem muss man sehen, dass insbesondere eben auch diese Landratsämter, das sind die Behörden, die vor Ort Landes- und Bundesgesetze umsetzen. Das ist auch ein gigantischer Missbrauchshebel. Also wenn so ein autoritär-populistischer Landrat seine Behörde zum Beispiel anweisen würde, um nur ein Beispiel jetzt mal rauszugreifen, bei der Erteilung von Waffenscheinen an Nazis großzügig zu verfahren, dann kann er das erstmal machen. Da kann niemand dagegen klagen. Und dann gibt es noch die Kommunalaufsicht, die wird durch die Landesbehörden ausgeübt und die könnten natürlich einschreiten, aber die funktionieren faktisch nur sehr mäßig, wie wir hören in Thüringen, und deswegen ist darauf auch kein so richtiger Verlass. Angenommen, die AfD wird tatsächlich an der Landesregierung beteiligt und übernimmt bestimmte Ministerien, Justizministerium. Das wählt erstmal die Leute aus, die in den Justizdienst eintreten in Thüringen. Und es ist so, dass überall dort, wo der autoritäre Populismus regiert, die unabhängige Justiz mit als erstes unter die Räder gerät. Denn eine Justiz, die ihre Entscheidungen für rechtswidrig erklären und aufheben kann, ist für sie ein Störfaktor, ein Hindernis, das beseitigt werden muss, eine Verfälschung des wahren Volkswillens. Und jetzt ist es so, dass in Deutschland die gesetzlichen Grundlagen
auf denen die Justiz agiert, der Landesregierung entzogen sind. Das ist alles in Bundesgesetzen, daran kann eine Landesregierung alleine nichts ändern. Aber woran sie etwas ändern kann, ist die personelle Zusammensetzung der Justiz. Die Justizministerin entscheidet, wer erstmal als Richterin auf Probe eingestellt wird und ist dabei an das sogenannte Prinzip der besten Auslese gebunden. Das heißt, darf nie jemand einstellen auf eine Stelle, auf die sich jemand besser qualifiziert ist, beworben hat. Denn der könnte dann dagegen klagen. Aber das setzt voraus, dass es überhaupt erstmal mehrere Bewerber und besser qualifizierte Bewerber überhaupt erstmal gibt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Thüringen ist ein kleines Land, gibt nur eine Jurafakultät. Und es ist nicht so, dass gut qualifizierte junge Juristinnen die Aussicht mit schmalem Sold an irgendeinem Amtsgericht in Sömmerda oder so Miet- und Nachbarschaftsstreitigkeiten zu entscheiden, als die attraktivste Karriereoption empfinden würde. Und umgekehrt, wenn sich bei den rechten Jura-AbsolventInnen rumspricht, dass in Thüringen gerade so was wie dass das so eine Art Hauptland der Bewegung gerade wird, dann könnte es schon schnell dazu kommen, dass eine große Zahl von rechten RichterInnen in der Thüringer Justiz ihre Karrierelaufbahn beginnen. Und wenn die dann erstmal durch den Richterwahlausschuss durch sind, der dann noch eine Kontrollfunktion ausübt, dann kann auch das Ministerium dafür sorgen, dass sie die Karriereleiter relativ schnell aufsteigen. Das Gleiche gilt ganz generell für den öffentlichen Dienst, also nicht nur für die Justiz, sondern auch für die Behörden und Ministerien. Kaderfragen sind Machtfragen, das wissen nicht nur Sozialisten. Ämterpatronage betreiben auch andere Parteien. Und hat man eben erstmal seine Leute in den Beamten- und Richterpositionen drin, dann kann man von innen auf den Staatsapparat Einfluss ausüben. Und solange sie sich nicht offen verfassungsfeindlich betätigen, wird man sie auch nur sehr schwer wieder los. Innenministerium. Angenommen, das Innenministerium fällt in autoritär-populistische Hände. Das Innenministerium herrscht über den Sicherheitsapparat in Thüringen. Polizei, Landesamt für Verfassungsschutz. Deren jeweilige PräsidentInnen kann eine autoritär-populistische Landesregierung jederzeit ohne Angabe von Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzen und durch neue Leute ersetzen, die mit ihr politisch auf einer Linie liegen. Das sind sogenannte politische Beamte in Thüringen noch. Also die Beobachtung der AfD und der Nazis generell durch den Verfassungsschutz in Thüringen wäre dann Vergangenheit. Gibt es immer noch den Bundesamt für Verfassungsschutz, okay, aber immerhin. Und würde sich dann der Schwerpunkt der Verfolgung dann entsprechend dann eben auf Minderheiten, MigrantInnen, MuslimInnen und Linke verlagern. Angenommen, die Staatskanzlei fällt in autoritär-populistische Hände, also das Amt des Ministerpräsidenten und des Chefs der Staatskanzlei. Da bündelt sich die medienpolitische Macht der Landesregierung. Medienpolitik, generell Kulturpolitik, ist Ländersache. Da hat der Bund kaum was mitzureden. Die Länder sind es, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten betreiben. Und sie tun es zumeist durch Verträge, die sie untereinander abschließen. Also ZDF, ARD, das sind alles Staatsverträge. Es gibt auch regionale, wie zum Beispiel MDR, dann im Fall von Thüringen. Und diese Staatsverträge kann man wie alle Verträge kündigen. Da ist nur eine Unterschrift dafür notwendig und die leistet der Ministerpräsident. Mit einem Federstrich kann er sich verabschieden aus all diesen Staatsverträgen, braucht dafür noch nicht mal die Zustimmung seines Kabinetts. Also da könnte auch ein Koalitionspartner faktisch jedenfalls oder rechtlich jedenfalls nichts dran ändern. Bräuchte es keine Landtagsdebatte, keine öffentliche Diskussion darüber, nichts. Und dann läuft erstmal eine Kündigungsfrist von 2 Jahren im Fall von MDR. Und wenn die dann rum ist, dann ist Thüringen draußen. Das Land bliebe dann zwar verpflichtet, die Grundversorgung mit öffentlich-rechtlichen Rundfunken sicherzustellen, aber was die genau umfasst, darüber kann man lange streiten und bis dann das Bundesverfassungsgericht da entschieden hat, kann man vollendete Tatsachen schaffen und ein Thüringen-TV voller Heimatfunk und Volkskultur errichten. Und man kann auch den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag kündigen, also die Basis für die Rundfunkgebühren. Dann müssten die anderen Länder entsprechend mehr zahlen und wenn sie das nicht wollen, dann kommt womöglich der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk auch finanziell in Schieflage. Und auch der private Mediensektor ist verwundbar. In Thüringen gibt es nur noch einen Zeitungsverlag und der ist wirtschaftlich nicht besonders stark. Und wenn man sich vorstellt, dass so ein Proto-Oligarch, so ungarisches Vorbild, dann der Funke Mediengruppe, die sind die da diese Monopolstellung in Thüringen haben, ein Angebot macht und diese Zeitungslandschaft und Internet- und private Rundfunklandschaft da zusammenkauft, dann kann man sich schon vorstellen, dass es sich dann auch ökonomisch für diesen Oligarchen auszahlt, wenn dann da nur noch berichtet und kommentiert wird, was der Regierung gefällt. Das sieht man ja auch in anderen Ländern, gibt es dafür genügend Anschauungsmaterial.
Dann kommt dazu, dass die Staatskanzlei auch über einen beträchtlichen Etat für Kulturförderung verfügt. Den kann sie einsetzen, um die in Thüringen sehr, sehr dichte Kultur- und Theaterlandschaft auf Linie zu bringen. Wer das Geld bekommt und wer nicht, kann die Staatskanzlei ziemlich weitgehend frei entscheiden. Eine autoritär-populistische Bildungsministerin könnte die Lehrpläne in den Schulen weitgehend nach ihren Vorstellungen gestalten. Eine autoritär-populistische Wissenschaftsministerin könnte die Universitäten so umorganisieren, dass kritische Studiengänge und Fachbereiche und Forschungsprojekte abwandern oder stillgelegt werden. So kann die Landesregierung die Öffentlichkeit zu einem identitären Spiegelkabinett umgestalten, in dem das wahre Volk oder das, was die Regierung dazu erklärt, überall immer nur noch sich selbst erblickt. Sie kann also die Volksidentität, die sie als natürliches und geschichtliches Faktum behauptet, selber herstellen. Und das schlägt sich zunächst auch in der Demokratie nieder, in den Wahlen und Abstimmungen, durch die das Volk seine Souveränität ausübt. Am Wahlrecht kann die Regierung nicht so furchtbar viel manipulieren, ohne die Verfassung offen zu brechen. Da ist die Thüringer Landesverfassung nicht schlecht aufgestellt, schützt die Prinzipien des Wahlrechts noch mal deutlicher und umfassender als zum Beispiel das Grundgesetz. Aber umso mehr Spielräume gibt es bei den Volksabstimmungen. Da ist sowieso die AfD ein großer Fan von, das ist auch kein Wunder. Also wer den wahren Willen des Volkes als Faktum voraussetzt und immer bereits zu kennen behauptet, wie das die autoritären Populisten tun, für den sind Volksabstimmungen natürlich sehr attraktiv. Und in ihrem Grundsatzprogramm macht die AfD sich für Volksentscheide nach Schweizer Vorbild stark, wie es da heißt. Das klingt erstmal super. Aber dazu muss man wissen, dass das bedeutet, dass dann kein Verfassungsgericht mehr aufpasst, dass das, was da zur Abstimmung gestellt wird, überhaupt verfassungskonform ist. Also so Sachen wie Minarettverbote, Abschiebungsinitiativen und andere menschenrechtswidrige Vorhaben, die in der Schweiz immer wieder zur Abstimmung gestellt werden, die werden im Moment so auf diesem Weg in Deutschland noch, würden dann rausgefiltert werden, aber die AfD hat da andere Vorstellungen. Die hat auch noch was anderes im Sinn. In 2023, letztes Jahr, hat sie im Bundestag eine Grundgesetzänderung gefordert, um der Bundesregierung unter anderem zu erlauben, dem Volk Sachfragen zur Ermittlung des Volkswillens vorzulegen. Das klingt auch erstmal ganz gut so, klingt so Partizipation, direkte Demokratie, hat aber damit nicht das Geringste zu tun. Das ist eine Ermächtigung der Regierung, um die es da geht, nicht des Volkes. Das heißt, die Regierung könnte immer dann, wenn sie mit dem Recht und der Verfassung in Konflikt gerät, das Volk anrufen und dann Fragen so formulieren, dass die Antwort quasi schon voreingestellt wird. Also um mal ein bisschen extremes Beispiel zu nennen. Wollt ihr, dass muslimische Vergewaltiger über deutsche Frauen herfallen, ja oder nein? Wem das jetzt übertrieben vorkommt, der soll sich mal angucken, wie Viktor Orban seine nationalen Konsultationen formuliert. Das ist davon nicht so weit entfernt. Der Orban ist der Meister im Einsatz dieses Mittels der Demokratiemanipulation. Und solche Volksbefragungen, konsultative Volksbefragungen, die sind nicht vorgesehen in der Thüringer Verfassung, aber sie sind auch nicht explizit ausgeschlossen. Das heißt, man könnte sich durchaus auf den Standpunkt stellen, dass es die Regierung ein Gesetz erlassen könnte, das es einfach einführt. Und dann könnten die das machen. So, was kann man jetzt da machen? Also wir haben in den letzten Monaten wahnsinnig viel über Parteiverbote geredet und andere repressive und präventive Mittel, mit denen sich die Demokratie in Deutschland die autoritär-populistische Gefahr vom Leibe halten soll. Und das ist alles gut und richtig, reicht aber nicht. Mindestens genauso wichtig wie Repression und Prävention ist Antizipation. Sich vorbereiten, erkennen, wie die autoritär-populistische Strategie funktioniert. Denn erst dann kann man sehen, was man beitragen kann, damit sie nicht oder jedenfalls nicht so leicht funktioniert. Und das ist das Ziel des Thüringen-Projekts. Und das ist das Ziel dieses Vortrags hier. Ja, ich bin gleich fertig. Wirklich. Also jeder, der ein bisschen mehr weiß darüber, ist schon Gewinn für die Resilienz der Demokratie. Das Dilemma, das diese Strategie bewirtschaftet, ist unentrinnbar, aber die Strategie selber nicht. Wer sie durchschaut, kann ihr entgegentreten. Die Verfassung wird uns nicht retten können, aber umgekehrt vielleicht schon. Vielen Dank.